Max, hat der Trainer zur Begrüßung dich umgegrätscht oder andersrum? Wollte er aber. Nein, Spaß beiseite. Ganz, ganz ruhig, ganz, ganz klar in der Ansprache. Und ja, man hat ja schon gesehen, wir haben jetzt schon etwas länger trainiert. Das erste Training hatte ich noch nie so lang. Ich glaube, er weiß auch, was vor der Brust steht und deswegen so geht das auch an. Wie war der Urlaub? Sag mal dazu ein, zwei Sätze. Ja, war schön lang, war ganz gut, aber Urlaub mit zwei Kleinkindern ist nicht mehr der Urlaub, der es mal war. Deswegen war es ein schöner Tapetenwechsel, aber wir haben es sehr genossen. Und fährst du nochmal weg bald? Das kann ich noch nicht sagen. Ich glaube schon, aber ich weiß es noch nicht ganz genau. Danke dir. Paolo, wie war der Urlaub? War top. Eine Woche mehr, ich glaube, wird noch besser sein. Eine Woche mehr brauchst du noch? Na, jetzt nicht mehr, aber wenn ich wollte, ja, einen Tag, zwei Tage zurück, ich wollte eine Woche mehr. Aber jetzt schon alles gut. Sehr gut. Und wie war die erste Trainingseinheit unter Marc van Bommel? Sehr anstrengend. Ja, genau. Er hat die ganze Woche schon gesagt, sehr anstrengend. Aber das ist eine neue Philosophie, eine neue Idee. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit für das in den Kopf nehmen. Aber war gut. Gute Stimmung. Danke dir. Yannick, ich glaube, bei dir war die Sonne Griechenlands ein großer Teil der letzten Wochen. Ist das richtig? Wie war der Urlaub? Ja, das stimmt. Der Urlaub war sehr schön. Auch ich glaube, für uns, die jetzt nicht bei der Nationalmannschaft waren, sehr lang. Aber ist zu kalt. Ja, gefühlt ist der Urlaub dann trotzdem immer schnell vorbei, aber ja, man konnte die Zeit gut nutzen. Bei mir sieht man leider jetzt nicht unbedingt, dass ich in der Sonne war, aber ja, ich habe mich auch immer sehr gut eingecremt, das als Entschuldigung. Und 1. Juli, typisch deutsches Wetter, was will man denn mehr, oder? Ja, für mich persönlich ist es gar nicht so schlecht, weil ja, bei der Hitze zu trainieren ist auch immer noch mal anstrengender und deswegen, um reinzukommen, ist es ganz okay jetzt erstmal. Und die erste Einheit unter Marc van Bommel, wie hast du sie wahrgenommen? Wie war die Ansprache vor dem Training und auf dem Platz dann? Ging ja über 2 Stunden. Ja, ja, er hat uns seine Spielphilosophie ein bisschen näher gebracht, hat alle neuen Trainermitglieder vorgestellt. Und ja, ich glaube, man konnte schon jetzt heute sehen, dass ja, nochmal andere Aspekte oder Reize gesetzt werden. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn man ja, neue Trainer hat, immer jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen vom Fußball und deswegen, glaube ich, ist es für uns als Spieler, aber auch als Mannschaft ganz gut, dass wir uns da nochmal weiterentwickeln können. Und ja, wie man, glaube ich, die Holländer kennt, fußballerisch, legen sie sehr viel Wert auf Qualität und Passspiel. Herzlichen Dank. Frohes Schaffen.